Als Immobilienmakler zum Social Media Star. 5 Tage auf 14.000 Follower auf TikTok. Was sind die entscheidenden Faktoren, dass ich auf Social Media wahrgenommen werde? Man braucht. Ich habe heute zum zweiten Teil den Wendelin Gerein hier bei mir. Lieber Wendelin, wer unseren YouTube-Kanal aufmerksam anschaut, der kennt dich bereits. Genau. Social Power Media, Kurzvideos, TikTok, Instagram und YouTube ist das Thema. Jetzt wollen wir mal ein bisschen wirklich tiefer eintauchen in diese Thematik. Ja. Und wir haben ja ein paar coole Stories dabei, die wollen wir hier heute auch teilen. In, ich glaube, 7 Tagen war es jetzt insgesamt. Bisschen weniger sogar, ich glaube 5. 5 Tage. Auf 14.000 Follower auf TikTok. Mittlerweile haben wir die 15, glaube ich, sogar schon. 15.000 ja. Als Immobilienmakler. Ich würde aber, bevor wir gleich enthüllen, wie macht man das in 5 Tagen? Und ich habe ja mit einigen gesprochen in den letzten Tagen, die das schon sagt, boah, krass, wie geht das denn? Gestern Abend noch mit jemandem gesprochen, der auf Instagram 700 Follower hat, auch eine Agentur am Start hat, gerade mal auf 700 kommt. Und ich sage, was schätze denn so in 5 Tagen, was geht? Und das ist halt schon beeindruckend. Da wollen wir gleich drüber reden. Was ganz wichtig ist, was sind denn so die wirklichen Grundvoraussetzungen? Weil Social Media ist ja auch Brand Building. Ne? Ich baue mir ja eine Brand auf. Ja. So, und jetzt gibt es ja die einen Videos, die knallen. Ne? Also die gehen halt richtig ab, die gehen viral. Und die anderen Videos vielleicht nicht. Der eine Kanal kommt besser an, der andere kommt weniger gut an. Oder krebst so ein bisschen vor sich her. Also es knallt halt nicht so richtig. Was sind in deiner Meinung nach so, und zwar jetzt nicht basically, sondern wirklich, was sind die entscheidenden Faktoren, dass ich auf Social Media wahrgenommen werde? Als Immobilienmakler natürlich. Aber letztendlich ist es ja auch. Ja, das sind Regeln, die sind nicht immer nur grundlegend nur für Immobilienmakler zu sehen. Man muss es immer so auf multiplen Ebenen irgendwie betrachten. Aber man braucht das Thema, über das man redet, man muss Ahnung davon haben. Man muss überzeugt sein von dem, was man macht, weil die Leute merken sehr schnell, wenn jemand unauthentisch ist und wenn jemand vor der Kamera, und ich glaube, das ist eine der Königsdisziplinen oder wenn man sie so nennen mag, man muss performen können vor der Kamera, man muss mit der Kamera ja, sympathisieren, man muss sich irgendwann daran gewöhnen, man muss üben, man muss gut vor der Kamera werden und ist authentisch. Delivern. Ja, die Delivery vor der Kamera muss laufen. Das ist so, wenn man will, eins unserer Key Learnings, auch als Agentur, wir betreuen ja mehrere Kunden, nicht nur Maklerkunden. Was wir gemerkt haben ist, man muss vor der Kamera performen. Und was man auch gemerkt hat ist, vor, ich glaube 2019, 2020 war TikTok ja noch relativ frisch. Ne? Da sind wir irgendwann die Corona-Zeit gegangen, sehr viele User waren auf der Plattform. Und wir haben in den letzten 3, 4 Jahren inflationär viele Unternehmen und Creator, die auf die Plattform gekommen sind. Und gerade auch in der Zukunft, ab 2024 und darüber hinaus, muss Content professioneller werden, weil viel mehr Masse da ist, viel mehr Angebot ist da. Und was ich anbiete, gerade als neuer Creator oder als neues Unternehmen, muss von Anfang an professionell sein, mit guter Qualität, gut vor der Kamera, gutes Thema. Ja, ja, also genau, also das ist mir auch aufgefallen, dass es ist also nicht mehr damit getan, jetzt wie so damals gab es ja so diesen, ich nenne mal so diesen Old Style schon mittlerweile. So man sitzt im Auto und man erzählt da so ein bisschen was und so weiter. Ja. Das ist es halt nicht mehr. Das ist also schon einfach weitergegangen. Ne? Ich sag mal, es kann immer noch funktionieren, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel auch. Wir machen damit noch Ergebnisse, aber es läuft in diese Richtung hin und man kann jetzt auch noch mit ja, semi-professionellem Content funktioniert auch noch, nur es hat ein Ablaufdatum, ne? Das ist ganz klar. Und das ist innerhalb des nächsten Jahres, wird das Ganze einen Umschwung erleben. Wir erleben es jetzt schon. Viel mehr Creator, die ganz neu auf die Plattform kommen, Unternehmer, sind direkt von Anfang an professionell aufgestellt und das merkt man einfach. Ja? Genau. Und lass uns da auch mal genau drüber reden. Du hast gerade schon gesagt, man muss vor der Kamera performen, man muss sympathisieren mit der Kamera. Und ich glaube, ich auch schon direkt so eine ganz wichtige Einstellung, oder? Ja. Also eine Einstellung, die man selber hat. Ne? Ich habe es heute noch in einem Live-Call gesagt. Ich kann halt von mir eine Sache sagen, ich mag Menschen. Okay, ich mag, I like it. Ja? Also ich mag Menschen. Und ich habe große Freude, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe große Freude,
mein Wissen, meine Erfahrungen zu teilen mit anderen. Ja. Mir macht das einfach wirklich unendlich viel Spaß. Ja, das ist ja eine Grundvoraussetzung. Und ich mache das nicht, und das ist vielleicht auch nochmal so eine ganze Sache, ich mache das eben nicht, weil ich jetzt die Absicht damit habe, direkt Geld zu verdienen. Ja, natürlich steckt die Absicht dahinter, eine Brand aufzubauen, viral zu gehen, eine Reichweite zu erzeugen, sichtbar zu sein. Mhm. Das hat in der letzten Konsequenz natürlich immer etwas mit Business zu tun. Genau. Das ist gar keine Frage. Nur hier sind wir wieder bei dem Thema, ich habe Spaß vor der Kamera, ich kann performen oder man kann performen, aber du willst auch eine Botschaft senden. Ja, genau. Und wenn du mit Social Media. Und die Botschaft ist nicht, komm, überweis mir doch einfach dein Geld, dann brauchen wir hier nicht lange labern. Genau, ne? Genau, du hast einen guten Punkt angesprochen. Wenn du Social Media startest, nur um direkt Sales zu machen, kannst du es auch sein lassen. Weil du wirst keinen Spaß dran haben. Du wirst nicht verstehen, wie kommuniziere ich, was ist notwendig dafür, dass Leute auch meinen Content schauen und mir folgen und ich wirklich eine Community aufbaue, eine Brand eben organisch aufbaue, die davon lebt, dass ich regelmäßig coolen Content poste und die nicht davon lebt, dass ich die Leute Tag für Tag auf mein Angebot pitche. Das ist es halt eben nicht. Exakt. Und vor allem am Anfang nicht. Also das verwechseln auch ganz, ganz viele. Man postet Werbevideos, Imagefilme oder hat sogar, im allerschlimmsten Fall hat man Tausende oder Zehntausende von Euro für so irgendwie eine Werbe-Image-Film-Kampagne ausgegeben, die man vielleicht noch gar nicht braucht und denkt, damit hat man den Erfolg auf Social Media. Und dabei hat man, klar, coole, teure Videos produziert, aber ein Werbefilm macht keine Follower. Also wenn dein Ziel ist, wirklich eine Community, eine Brand aufzubauen, die nachhaltig wirkt, machst du nicht nur einen Image-Film und damit ist es getan. Ja, das ist ja das Gleiche, wenn du jetzt hingehen würdest und sagst mal, okay, wir machen es mal offline. Mhm. Du gehst in den Kinoraum rein, kein Schwein kennt dich, und da sitzt einer, der sich verirrt hat im Kino, im Kinosaal, und dem versuchst du jetzt dein Produkt zu verkaufen. Da sagt er ja, was bist du denn eigentlich für ein Vogel? Wer bist du denn? Wie lange gibt es dich denn schon? Wo kommst du denn eigentlich her? Was willst du eigentlich von mir? Und der Punkt ist halt, vor einem leeren Auditorium, vor einem leeren Saal, kann ich halt keine guten Botschaften aufbauen. Ja, deshalb fange ich erstmal an, mir eine Community aufzubauen und gehe erstmal diesen Weg, um das aufzubauen. Okay, also das ist das eine. Ja. Das heißt also erstmal, dass die grundsätzliche Einstellung, die Wirkung vor der Kamera. Bleiben wir mal bei der Wirkung vor der Kamera. Was gehört denn überhaupt dazu? Ja, der gehört. Weil das ist ja wirklich schon das Ding. Weil wir sehen ja auch sehr, sehr stark, es gibt Leute, die schon was darstellen, die aber dann in der Sprache nicht mit den Leuten wirklich interagieren. Mhm. Ja, also du kannst ja interagieren im Video. Ja. Die Leute nehmen dich wahr und die haben das Gefühl, du sprichst sie an. Richtig. Oder du spulst halt irgend so ein Showprogramm ab. Ja. Also du bist praktisch so, ja, ich sag mal so ein bisschen wie so ein kleiner Clown, ja? Also du bist halt ein Clown, du spielst irgendeine Rolle und so weiter. Oder so wie eine Marionette, die ein bisschen fremdgesteuert wirkt vor der Kamera. Ja, genau. Ja, einfach nicht eben, wie du gerade sagst, nicht authentisch. Ja, ne? Nicht authentisch. Also das Authentizität ist sehr, sehr wichtig. Authentizität ist sehr, sehr wichtig, und wenn man auch, wenn man diesen Punkt betrachtet, ich sag dieses vor der Kamera, ne, wenn das Set allgemein, also alles, was vor der Kamera spielt, ich als Person muss gepflegt aussehen natürlich, muss immer gucken, dass ich, wenn ich vor die Kamera gehe, mich natürlich einerseits wohlfühle, aber auch weiß, ich muss authentisch nach außen auftreten, und gerade als Makler darf ich hier nicht mit einem letzten Hemd vor der Kamera auftreten. Das ist aber für viele, das kriegen viele noch hin, da haben viele ein Verständnis für. Ja, aber ich glaube auch, da geht es schon los. Ne? Also ja. Ich sag mal, wir haben ja bewusst heute mal ganz bewusst diesen Unterschied gemacht. Ja, ich sitze jetzt mit der Krawatte und im Anzug hier und du sitzt im schwarzen T-Shirt hier. Ja. Um auch mal diese zwei Welten für unsere Zuschauer darzustellen. Zwei Welten meint an der Stelle einmal die, ich sag mal, junge Welt, die eben, sagen wir mal, nicht so viel Wert vielleicht auf Business-Style legt oder ein bisschen lockerer, weil man halt eben doch mehr am Computer sitzt und so weiter, ein bisschen legerer, bequemer. Ist ja auch die Branche, in der ich tätig bin. Ist ja fein, aber auch mal das jetzt als Wirkung direkt für unsere Zuschauer wahrzunehmen. Ne? Und hier geht es nicht darum zu bewerten, ob jetzt du cooler aussiehst, weil du ein smartes Kerlchen bist und hübsch und jung und überhaupt und ein tolles Lachen hast, aber in einem coolen T-Shirt sitzt und ich als, sagen wir mal, alter Sack hier sitze, vielleicht auch noch ein einigermaßen gutes Lächeln drauf habe, aber mich jetzt hier style, ja, oder eben einen bestimmten Stil verkörpere. Worum es geht, ist halt eben
bist du authentisch? Ja. Das ist das Entscheidende. Bist du authentisch? Punkt ja. eins. Und jetzt haben wir natürlich auch klar die Branche. Mhm. Ne? Das heißt also, die Computerbranche oder Social-Media-Branche ist einfach vom Standing her eh schon vom Outfit her etwas anders positioniert. Ja. Als Makler ist es aber natürlich so, ich habe mit Vermögen, ich habe mit Geld zu tun, ich habe mit großen Entscheidungen zu tun. Ja. Ich habe in der Regel auch ältere Leute, die Verkäufer von Immobilien sind, die natürlich auch nochmal so einen anderen Blick auf das, einfach auf die Menschen, auf das Erscheinungsbild ja. haben. Und hier ist schon sehr, sehr wichtig, dass du halt schon weißt, wie man sich kleiden muss. Mhm. Das heißt nicht, dass man sich verstellen oder verdrehen muss, aber es macht schon Sinn, dass man halt so ein paar Dinge einhält, wie, ich sag mal zum Beispiel, ein kariertes Hemd wirkt vor der Kamera natürlich anderes als ein einfarbiges Hemd. Ja. Das wirkt anders. Richtig. Ne? Weißt du, oder eine Krawatte oder ein Anzug oder einen karierten Anzug. Ne? Der wirkt, nee, der muss ja nicht uncool aussehen, aber er wirkt halt anders. Die Wirkung, ne? ist eine andere. Das ist ja auch im Fernsehen zum Beispiel, wenn jemand jetzt Tagesschausprecher oder generell, dann haben die bestimmte Anzüge an, weil, und auch Verbote, was sie nicht anziehen dürfen. Man muss sich ja mal nur vorstellen, ein Tagesschausprecher mit einer Jogginghose und einem T-Shirt, eine ganz andere Wirkung. Ja, absolut. Man muss sich ja nur mal so vorstellen. Genau. Und wenn man auch bei der Kleidung ist, ja, aber man hat ja auch, das, die andere Wirkung, was sehe ich wirklich im Bild neben der Person? Ne? In einem Hochkantformat hat man jetzt nicht immer so viel Spielraum, wenn man möchte, aber man kann im Hintergrund trotzdem entweder seine Brand platzieren oder sagt, wie möchte ich rüberkommen, kompetent und belesen. Man hat vielleicht ein Bücherregal, ne? Man platziert auch Lichter im Hintergrund, sind auch wichtig. Und dann hat man das Set und wir sagen immer, es gibt so drei große Bestandteile. Es gibt das Set, die Person, die vor der Kamera steht und was man alles sieht. Es gibt das Thema, das Skript. Ja, und es gibt im Endeffekt auch dann den Schnitt. Ne? Genau, exakt. Das sind die drei wichtigen Punkte, die verantwortlich dafür sind, dass ein Video performt. Und da gibt es dann, man kann drei Kreise aufmalen und die Mitte ist sozusagen, ja, da hat man ein Video, das performt richtig gut und das wird auch wirklich authentisch wahrgenommen. Ne? Genau. Das sind so die Dinge. Es bleibt aber dabei, ne, entscheidend ist, es geht um das nicht nur was, sondern es geht hauptsächlich um das Wie. Mhm. Ja? Genau. Also das heißt, man kann auch einen Haufen Blödsinn erzählen, wenn man das richtig cool macht. Man sieht es ja zuhaufe, es gibt ja genug Leute da draußen, die Schwachsinn erzählen. Also das Wie ist halt der entscheidende Punkt. Mhm. Ne? Und damit können wir das auch, glaube ich, jetzt mal so vom Outfit-Thema her wegtun. Mhm. Jetzt kommt der nächste Punkt, ist halt, ich sag mal, wofür stehst du? Genau. Ne, wofür stehst du? Also was sind deine, oder lass uns noch einen Schritt vorgehen, vielleicht auch Thema Sprache, Aussprache. Mhm. Weil wenn ich ja mit der Kamera kokettiere, der Kamera so ein bisschen spiele, dann geht es aber auch darum natürlich, wie gehe ich denn letztendlich mit meiner Stimme um? Wie mache ich das? Will ich jetzt so einen schönen Deep Talk machen und fahre mit meiner Stimme ein bisschen runter und gebe so einen richtig schönen, warmen, netten so, Sound, genau, ja. Oder will ich halt so richtig dynamisch wirken und echt Power rausgeben, aber trotzdem wieder authentisch dabei bleiben. Ja. Ne? Und hier ist ja auch im Rahmen von Kurzvideos, gibt es ja auch wirklich Erkenntnisse. Was sind die? Ja, das ist halt einfach, wenn ich ein Thema habe, das auch wirklich mal Real Talk ist, wo ich auch wirklich polarisieren kann, muss ich das auch verkörpern, diese Polarisierung, muss dahinter stehen. Weil wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben Content aufgenommen, man hat gemerkt, das verkörpert die Person nicht. Ne? Wir haben gemeinsam vorher das Thema ausgearbeitet, haben geskriptet, aber dann, okay, und dann nochmal nachgefragt, ja, wie stehst du denn jetzt wirklich zu Thema XY? Willst du das auch so rausmachen? Wenn wir das veröffentlichen und das hat dann hunderte Kommentare und du musst da auch dein Mann stehen, machst du das auch, ja? Die Frage muss man sich da auch stellen, weil wenn man nicht sagt, okay, ich stehe wirklich dahinter und wenn es viral geht und mal negative Kommentare kommen oder Hate-Kommentare und ich mir sofort einen Ast abbreche, dass ich da, oh Gott, und ich muss das löschen und so, dann veröffentliche ich es gar nicht erst. Man muss immer dahinter stehen können unter dem Thema, was man sagt, ja? Das ist halt quasi ganz, 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 ganz elementar. Und wie du schon sagst, die Delivery, wie ist meine Tonalität? Ja, gehe ich mit der Stimme ein bisschen weicher, gehe ich ein bisschen höher, habe ich Real Talk, bin ich aggressiv, bin ich auf Angriff? Da natürlich aufpassen, wie man angreift und wen man angreift. Klar. Muss man auch wissen, was man macht. Und dann geht es halt in den nächsten Schritt, dass man sagt, okay, man hat die Delivery, wie man vor der Kamera das Ganze delivern kann, wie man das ausspricht, dass man sich mit dem Skript verbunden fühlt. Und dann macht man den nächsten Schritt. Auch ein Tipp an jeden, der das vielleicht machen möchte, vorher lesen, das Skript lesen, sich einarbeiten, das laut vorlesen, wie möchte ich das rüberbringen, die Kamera mal laufen lassen und einfach
mit dem Gedanken, na, das setze ich eh nicht live, ne? Aber das sind alles so kleine psychologische Faktoren. Wenn dann das rote Lichtlämpchen von der Kamera blinkt und man schon anfängt, wird man mit der Zeit warm. Also auch diese Übung vielleicht davor, ne, das ist für viele ein Tipp, dass man davor auch ein bisschen übt mit der Kamera, schon on air und weiß, das veröffentliche ich nicht. Manchmal hat man da auch die besten Aufnahmen. Absolut, sehe ich genauso. Hier auch von mir, wie du sagst ja gerade, üben. Wie viele Videos muss man denn machen, bis man am Ende des Tages wirklich mal richtig gut ist? Was schätzt du? Ich würde sagen, man muss schon in den vierstelligen Bereich gehen, bis man am Ende des Tages richtig gut ist. Ja. Also die ersten, man sagt auch ja 100 Videos hat man schnell aufgenommen, gerade Kurzvideos, und da ist man noch ein Anfänger. Na, und dann, das kommt so, ich denke nach 1000 Videos, die man gemacht hat, 2000 Videos, ist man so langsam, dass man wirklich sagt, okay, man hat ein Gefühl dafür, man weiß, Kamera an, ich bin ich, ne? Man ist keine andere Person, sondern man ist man selbst. Genau. Also ich würde schon ein paar tausend sagen, wenn ich ehrlich bin, ne? Jetzt heißt das aber, soll das ja nicht der Grund sein, also bei mir sind es zigtausende von Videos mittlerweile und vor allen Dingen natürlich auch die Speaker-Erfahrung über die letzten über 30 Jahre mittlerweile. Und auch ich habe immer Sprünge in Etappen gemacht, immer in Etappen, immer wieder einen Schritt weiter, und wenn ich jetzt mir die Videos von vor 10 Jahren, die ich natürlich nicht gelöscht habe, aber auf Private gestellt habe, die bleiben ganz, auch ganz auf Private, nein, Spaß. Und ich hatte, letztens war es sehr, sehr schön auf dem Seminar, wo halt auch eine Person, die Astrid gesagt hat, hier, das ist halt auch cool, die Entwicklung zu sehen. Ne? Und das ist, warum erzähle ich das? Das ist auch der Hintergrund, wirklich dieses Auffordern zum Üben. Ne? Ja. Und die einfachste Übung ist genau das, was du gesagt hast. Script, stell dich vor die, also lies es 20, 30, 40 Mal laut vor, und dann stellst du dich vor die Kamera, nimm es 20 Mal auf, die ersten Videos, und dann merkst du schon, wie du viel, viel sicherer wirst. Ja. Und wir machen es ja auch so, ne, bei euch, dass ihr den Kunden einladet und der Kunde einen Tag sozusagen Training bekommt. Genau. Das macht ja auch kein anderer. Ja? Nee. Also das ist ja auch echt sehr, sehr smart, sehr, sehr cool. Die haben wir ja gemeinsam entwickelt, die Idee. Dass wirklich der Kunde kommt einen Tag rüber, wird trainiert und hat dann auch am Ende des Tages seine ersten 20, 30 Videos auch gemacht. Ja, definitiv. Und ist auch happy damit und weiß dann auch, wie er damit umgeht. Mhm. Also wir holen ihn wirklich ab, bringen ihn in dieses Training rein, und das ist schon ein Game Changer. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Game Changer, weil man startet direkt auf einem ganz anderen Level. Weil wir haben auch natürlich das Equipment und so, dass der Kunde später das selbst aufnehmen kann, das ist gar keine Frage. Aber mal herzukommen und diese Energie auch hier und diese Magic, okay, man kommt hier auch in das Studio rein, ne? Man hat hier Licht, man hat hier Equipment, es wird gemacht und dann wird richtig geübt. Ne? Und dann bin ich da, dann ist der Pavan da und dann wird geübt. Und dann schaut man jetzt wirklich, man anders rein, anders rausgeht, als man reingekommen ist. Genau. Wenn man wirklich was mitgenommen hat. Aber man geht fast schon als anderer Mensch raus. Ne? Ja, man hat wirklich ein bisschen man hat groß was für sich gelernt auch, wenn man da viel über sich selbst erfährt. Und das können auch alle Kunden, die bis jetzt hier waren, berichten und alle, die noch kommen werden. Ja. Genau. Und das haben wir ja auch mit Philipp gemacht. Richtig. Ja? Hier herzliche Grüße an Bunz und Co. aus München. Grüße nach München. Genau, Grüße nach München. Ein super cooler Typ. Mhm. Ja. Natürlich genauso auch Michael Schäfer, ne? aus Saarbrücken. Genau. Schäfer. Bitte? Remix Boost, genau. Und der Dennis war auch schon da. Genau. Und Dennis von Immobila, ne? Die das schon mitgemacht haben. Und wir wollen uns aber jetzt mal halt ein Beispiel rauspicken. Bunz und Co. Innerhalb von 5 Tagen auf, ich glaube, 15.000 sind wir jetzt, glaube ich. Ne? 15.000 Follower. Was ist da passiert? Da ist vieles aufeinander getroffen, was ich gesagt habe. Diese drei Elemente, also dass wir das Skript, das Thema, den Schnitt und das Set, wirklich das alles gestimmt hat. Und da wirklich das Set und die Performance vor der Kamera, das ist ja wirklich diese Königsdisziplin, die man eben im Endeffekt ja auch meistern muss als Person, weil das Skripten, das nehmen wir ja zu einem Großteil ab. Wir machen die Ideenfindung, ne, in welche Richtung geht es, über welche Themen möchte ich berichten. Dann skripten wir schon Social Media gerecht, aber auch, dass es Wirkung hat, Nachhalt. Und dann muss ich ja kommen und performen vor der Kamera. Und das hat halt eben dann auch noch das gewisse Etwas dazu gegeben. Im Schnitt das Ganze schön umgesetzt, so ja, wie es halt eben, wie wir wissen, dass es funktioniert. Und dann braucht man auch nur noch ein bisschen das kleine Quäntchen Glück, das da auf Social Media manchmal halt ist vom Algorithmus, dass das Video dann wirklich performt und durch die Decke geht und jetzt 1,6 Millionen in den ersten 5 Tagen gemacht hat, ne, an Aufrufen. Mit einem Video? Mit einem Video. Mit einem Video, ne? Das ist das zweite, das auf dem Kanal gepostet wurde. Ich habe den Kanal sonntags erstellt oder montags
Und dienstags oder mittwochs ist das Ganze so durch die Decke gegangen. Ja. Ja, aber hier haben wir, wie du es gerade schon richtig hast, die Zutaten, cooler Typ. Noch nicht vom Speaking auf der absolut höchsten Version, ja? Ja, ja. Aber er hat das schon super toll gemacht, ne? Super cool umgesetzt, sehr authentisch, mit allem Zutaten, die sein müssen, hat toll geübt und so weiter und zack, das richtige Skript und Pam. Und ihr nehmt ja nicht nur teilweise, sondern ihr macht ja alles, was das angeht. Ja? Ja, also ja. Ihr bereitet alles vor, nicht nur teilweise, sondern ihr bereitet es wirklich alles vor, sodass man da selber sich keine Gedanken machen muss. Klar, man muss sich nur noch hinstellen und das Ganze aufnehmen. Genau, also wird im Prinzip alles gemacht und beigebracht und so weiter und so fort. Ne? Und da muss man halt auch an der Stelle sagen, das kann ich auch von mir sagen, wir haben es ja selber auch probiert und sind schon ganz gut weit gekommen, aber noch nicht wirklich super weit. Ne? Und wir haben halt auch mit deiner Hilfe ja unseren Kanal selber auch super zum Explodieren gebracht. Also wir sind schon, ich sag mal, mehr als nennenswert in der Coaching-Szene am Start. Definitiv. Also heute haben wir ganz frisch die 40 haben wir geknackt. Genau, wir haben die 40, genau, wir haben die 40.000 geknackt und ich denke, dass wir, wie gesagt, jetzt dieses Jahr noch die 50, 60 knacken und dann gehen wir natürlich stramm auf die 100 zu und damit sind wir dann auch schon sozusagen Matchmaker. Jetzt eigentlich schon gehen wir in diesen Bereich oder sind wir schon in dem Bereich von Matchmaker auf Social Media zu sein. Wo andere noch so ein bisschen rumeiern und rumprobieren, haben wir halt einen klaren Prozess. Wir haben einen klaren Ablauf. Wir haben eine ganz klare Strategie und Systematik. Genau. Und das ist es halt. Ne, also dieses Selbstprobieren ist zum Ausprobieren auch mal ganz okay. Klar, kann man machen. Kann man machen. Am Ende ist es aber so, es ist viel Aufwand, es ist viel Invest an Zeit. Sehr viel. Und du weißt aber noch nicht, was zu tun, damit es wirklich knallt. Ja, was kommt hinten bei raus? Du kennst gar nicht die Ergebnisse. Und bei einer Agentur, die gut ist, da weißt du die Ergebnisse. Da kannst du die Ergebnisse wirklich nachverfolgen. Erfolg auf Ansage. Ja, ja? Erfolg auf Ansage. Okay, was, jetzt gehen wir nochmal auf das Thema Brand. Weil das ist mir sehr, sehr wichtig, das Thema Branding. Weil du machst ja Social Media, weil du willst organisch dir deine Zielgruppe aufbauen. Richtig. Du willst organisch rein. Ich sag mal, aber warum jetzt bitte TikTok? Lass uns mal einmal ganz kurz, warum TikTok? Also ich habe einen klaren Film dafür, aber weil die Leute denken, ja, das ist doch irgendwie so eine Kinderplattform. Genau. Das ist ja vielleicht doch noch bei dem einen oder anderen noch im Kopf. Ne? Aber warum denn ganz jetzt TikTok? In Beratungsgesprächen zu hören, dass TikTok doch eine Plattform für kleine Kinder sei, weil man da ja immer diese Trendsounds und was, da sieht man da, die Mädchen Bauchtanzen dazu und so. Und klar, TikTok, Musical.ly damals ist so gestartet, Kinder haben getanzt und hin und her. Aber was sich da mittlerweile entwickelt hat und alleine, also unsere Statistiken belegen das, dass die Zielgruppe unserer Kunden dort, man kann es einsehen in den Followern, ich kann jedem, der es mir nicht glaubt, Screenshots zeigen, 80% oder noch mehr sind 25 plus unserer Kunden und man muss natürlich die Leute auch entsprechend ansprechen. Klar, wenn ich Kinder-Content mache, ziehe ich auch Kinder an. Logisch. Aber der Content, den wir veröffentlichen für Unternehmen, nur wenn er soll, dann zieht er Kinder an, wenn das die Zielgruppe ist, aber sonst wird das nicht passieren. Und man muss ja auch eine Sache sagen, und das ist eigentlich der Rahmen, um den es, oder der Rahmen, um den es sich dreht, ist, dass jeder Verkäufer einer Immobilie oder auch Vermieter einer Immobilie, der hat Kinder, der hat Neffen, Cousinen, Verwandtschaft. Ja. Und es ist heute so, wenn Oma die Immobilie verkaufen will, dann wird das ja zum Familiengespräch. Sofort. Und dann sagt der Enkel, der vielleicht jetzt 22, 25 oder was auch immer ist, der sagt, pass mal auf, da, auf TikTok, da ist ein richtig cooler Makler, der ABC. Ja. Da musst du hingehen. So, der ist so cool. Läuft das, ja. Und das ist das so, wie es läuft. Ja. Also es ist nicht immer diese direkte Linie nur, um die es geht, sondern das meint ja Sichtbarkeit. Das ist es ja, Sichtbarkeit auf allen Plattformen. Genau. Das ist ja auch, wir laden ja die Videos ja auch nicht nur auf TikTok hoch, sondern auf Instagram, auf YouTube Shorts, auf allen Plattformen, die noch kommen sollten mit Kurzvideos, wo es sich lohnen wird. Und da muss man ja ganz klar sehen, TikTok hat, was die Reichweite angeht, noch das höchste Potenzial, schnell Reichweite aufzubauen, weil der Algorithmus dort sehr präzise ist. Der ist auf Instagram anders. Ja? Auf Instagram poste ich die Kurzvideos auch, aber da ist der Algorithmus nicht so messerscharf. Der tickt einfach nach anderen Spielregeln. Mhm. Und wir merken es auch jetzt gerade bei vielen Kunden auf YouTube Shorts, funktioniert es teilweise auch besser als auf Instagram. Man muss einfach schauen,
man muss alle Plattformen, die Reichweite mitnehmen und dann sukzessive konvertieren auf andere Plattformen, schauen, okay, wie kann man jetzt vielleicht in TikTok selbst, aber mit der Community auch, wenn man will, jetzt interagieren, ne, die auf Instagram rüberbringen, was machen wir für Content extra für die und so, und das entwickelt sich mit der Zeit. Aber TikTok ist die Plattform, wo man das Potenzial hat, direkt viel Reichweite aufzubauen. Geht mit den anderen Plattformen auch, aber TikTok ist es gezielt sehr, sehr möglich. Naja, also und du gehst ja auch, die anderen Sachen profitieren ja auch in gewisser Weise irgendwann davon. Ja, ne? Klar. Na, wenn du mehrere Sachen, also wirklich, ich sag's immer so, Raketen, ne? Je mehr Raketen du starten ja, lässt, genau, und je mehr Raketen du aufbaust oder auch Ölquellen, wie auch immer wir es nennen wollen, ne, je mehr Raketen praktisch sozusagen fliegen oder starten, umso mehr geht das Ganze halt auch in die Breite und du wirst einfach sichtbarer. Ja, ja, das ist halt einfach vorbei, so. Ne? Wenn man es vor allem konsistent macht und immer diese Kontinuität, die man reinbringen muss, die ist halt wichtig. Und da scheitern aber viele, wenn sie selbst damit beginnen, weil man nicht direkt gewünschte Erfolge sieht, weil man sich auch vielleicht ganz andere Erfolge verspricht. Ne? Man hat vielleicht direkt Ansprüche und sagt, okay, wenn jetzt kein Alleinauftrag in den ersten Monat bei rumkommt, dann Genau. Und das ist ja allein schon der falsche Ansatz. Genau. Wenn das der Ansatz ist, dass man direkt im ersten Monat einen Kunden dadurch braucht, dann wie gesagt, dann kann man es lassen so auf Social Media. Das ist der falsche Ansatz. Ne? Der Ansatz ist ja wirklich Branding. Ich will, dass in meinem Ort über mich geredet wird, nicht nur wegen der Plakat und wegen der Offline-Werbung, die ich mache, sondern dass die Leute mich nicht losbekommen, dass die dann auch das Handy öffnen und da mich auch sehen. Und dann macht das Handy zu und dann sehen sie ein Plakat von mir. Und dann gehen sie in die Bäckerei, lesen Zeitung und dann sehen sie da eine Anzeige von mir. Und die Leute müssen überall targetiert werden, auf multiplen Ebenen. Und nicht nur dieses, okay, ich muss jetzt einen direkten Alleinauftrag durch Social Media generieren. Das kommt mit der Zeit, das wissen wir auch. Die Belege haben wir auch, die Beweise haben wir auch. Wenn man das langfristig macht und gut, dann kommt das auch dadurch. Aber man muss es gut, authentisch und langfristig machen. Brandbuilding ist immer ein Marathon, niemals ein Sprint. Und das auf allen Ebenen. Genau, du musst einfach dranbleiben, draufbleiben. Mhm. So, um sich aber jetzt nicht zu verrennen, gibt es halt irgendwann auch einen Punkt, wo man darüber nachdenken muss, kann ich alleine das überhaupt leisten? Mhm. Dann fangen ja viele an jetzt zu sagen, okay, ich hole mir jemanden, den stelle ich ein bei mir. Haben wir ja auch gemacht. Ja, klar. So, man stellt jemanden ein und sagt, komm, das behältst du alles in der Firma drin und wunderbar und mach das doch mal für mich. So. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass die coolen Typen halt meistens sich nicht anstellen lassen, weil die haben halt eine eigene Company. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt die sich anstellen lassen, uncoole Typen sind, nicht, dass das einer falsch versteht. Aber die jetzt eben in dieser speziellen Sache, eben Videoschnitt für TikTok. Ja. Natürlich kriegst du guten Videografen und so weiter. Aber du musst halt dann auch immer diese eierlegende Wollmilchsau als Mitarbeiter finden, der sich halt dann auch in allem auskennt. Und dann suche ich mir lieber Spezialisten, ne, an der Stelle. Richtig. Ne, und geh dann lieber in eine Agentur, die das dann für mich eben professionell erledigen. Ja, weil kann ich mir einen Copywriter einstellen, ich kann mir einen Videografen einstellen und dann noch einen Cutter, weil wenn ich so viel Content machen will, brauche ich fast schon Videograf und Cutter. Ja, klar. Und dann habe ich drei Leute eingestellt, zahl da brutto, was haben wir da im Endeffekt raus? 10.000. Da haben wir schon 10 und mehr. Genau. Oder ich mache das halt eine Agentur, die mich ein Drittel davon kostet, ja. Ja, ja. Und habe das aber direkt alles auf dem Level und weiß auch, was die Ergebnisse und weiß auch, da kommen dann Ergebnisse bei rum, ja. Und habe nicht diese hohen Mitarbeiterkosten direkt. Aber das ist ja auch so ein Ding. Wie sieht denn so vielleicht als letztes, wie sieht denn so eine Recherche aus? Also wie findet ihr jetzt heraus, wenn ich jetzt als Makler bin, wie findet ihr denn jetzt heraus, was ist für mich der richtige Weg? Eigentlich zeichnet sich schon relativ früh ab. Man merkt es schon im ersten Gespräch, ne? Auch im Beratungsgespräch mit dem Kunden merkt man das schon, wie er tickt. Er erzählt ja auch viel von seinen Zielen, von seinen Wünschen. Und dann gibt es aber, wenn der Kunde gesagt hat, jawohl, wir gehen das ein, wir wollen das mit euch machen, dann gibt es ein Interviewgespräch, wo wir zusammen mit dem Payone den Kunden kennenlernen. Das heißt, wir wollen wirklich wissen, wie tickt die Firma, wie ist die Story des Kunden, ne? Weil man muss ja auch wissen, was steckt denn hinter der Brand, was ist denn die Story, ne? wie kam das Ganze denn zustande, was sind Kundenstories, die man tagtäglich erlebt, weil das ist alles Content, man weiß es gar nicht. Und da dann überlegen, okay, ne, Firma XY tickt so, man will wirklich jetzt sympathischer rüberkommen oder man will als vielleicht will man als der etwas härtere Immobilienmakler seiner Region rüberkommen, weil man weiß, bisschen straighter, genau, bisschen so straighter, bisschen mehr Real Talk. Oder man ist eher so dieser weichere Typ, der weiß, okay, man spricht eher andere Leute an
Und das arbeitet man aus in einem Interview, ganz gezielte Fragen. Ne? Wie ist die Story? Was waren so meine Schwierigkeiten, Herausforderungen? Worin bin ich gut? Worin ist meine Firma gut? Was können wir besonders gut? Ne? Wir haben es ja auch beim Philipp gemerkt. Ne? Er hat gesagt, Miete ist ein großes Steckenpferd von ihm. Ne? Der hat einfach, und dann haben wir gesagt, okay, dann platzieren wir dies so. Das muss ja nicht für immer so bleiben, aber man platziert sich zunächst so, sichert sich damit einen Anteil und später kann man das Thema nochmal ein bisschen umdrehen. Klar. Und das ist quasi... Um einfach zu sagen, man will damit starten und man muss damit anfangen, man muss sich damit auseinandersetzen. Und das machen wir, so interviewen wir den Kunden komplett und dann gibt es daraus ein Review, eine Analyse. Man hat Oberthemen, die man hat, ne, als Makler hat man dann Oberthemen Verkauf, man hat Kaufen, man hat Miete rund ums Haus, man hat vielleicht Kapitalanlagen und so einzelne Themengebiete, die man dann hat und dazu werden Skripte geschrieben, wo man weiß, okay, der Kunde hat 30 Skripte oder hat 20 oder noch mehr oder noch weniger. Und dann sagt man, alles klar, man hat zu Thema Kaufen, hat man 20 jetzt in dem Fall. Und dann hat man vielleicht Kapitalanlagen, weil man viel Kapitalanlagen hat. Oder man beschränkt sich nur auf Kapitalanlagen und macht dann darüber, muss aber halt überlegen, was funktioniert denn auch in der Nische. Und da auch Teil der Recherche. Wir gehen dann hin, schauen uns die Konkurrenz an, schauen uns den Standort an, gerade bei Maklern Standort sehr wichtig. Wie kann man in dem Standort sich noch mehr Sichtbarkeit, gibt es überhaupt schon Sichtbarkeit in dem Standort? Ganz viele Makler, die aus kleineren Städten kommen, da ist noch nicht viel auf Social Media und wenn ihr da jetzt startet, ihr Makler, dann habt ihr jetzt wirklich einen großen Vorteil, absolut, weil ihr euch einfach die Augenpaare der Region sichert, ihr sichert euch die Leute in der Region. Und die Leute haben auch Bock da drauf. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Also du hast, ob du Objekte machst, coole Objekte und du kannst wirklich, und das ist ja echt eine coole Botschaft, du kannst auch, sagen wir mal, einfache Immobilien, um jetzt nicht zu sagen, schlecht ne? Sondern du kannst aber auch einfache Sachen sehr cool machen. Kann man sehr cool machen. Musst ja einfach cool machen. Ne? Und das ist wieder das, was die Leute dann abfeiern. Ne? Das ist halt eben nicht nur eben, weißt du, so, also du kannst die tollste Villa auf, keine Ahnung was, Miami oder Mallorca oder Ibiza schlecht machen und du hast einfach eine super coole Location, super coole Immobilie, aber das Video ist einfach scheiße auf gut Deutsch. Oder du kannst halt eben wirklich ein besonders gutes Level machen und da gehört auch ein bisschen Witz dazu. Man könnte auch sagen, so Infotainment, ne? Also das ist wirklich informativ, genau, das ist es ja, dieses Infotainment. Die Leute müssen Spaß haben, die müssen dran kleben bleiben, ne? Deshalb ja auch wieder die Hook, ne? Am Anfang, ne? Die muss halt knallen, ne? Dann bleiben die Leute kleben beim Scrollen. So, wenn jetzt ein Kanal nicht funktioniert, jetzt einfach mal so als Feedback, wirklich als allerletzten Punkt, Kanal funktioniert nicht, woran liegt es? Ja. Aus meiner Sicht, First Step ist, da muss die Person an sich erstmal hinschauen. Genau, ne? Das gucken wir auch immer, was unterscheidet einen erfolgreichen Kunden von uns, von einem sehr erfolgreichen Kunden. Und da ist es oft die Arbeit an der Person, also an dem Mindset, ne? Ganz viele Themen da, wie ich vor der Kamera bin. Also das Was und Wie, ne? Also wie performe ich, wie bringe ich es rüber? Richtig. Also das heißt, wichtiges Kameratraining. Ne? Das heißt, mehr trainieren, mehr authentisch, also noch authentischer zu werden. Und klare Botschaften zu senden. Also das heißt, es liegt an der Person, kann auch an der Kleidung liegen, ne, am Outfit, wie positionierst du dich, wie stellst du dich auf? Das ist der First Step. Ja. Zweiter Punkt. Ja. Zweiter Punkt kann, wenn man es jetzt alleine macht, und ich sag mal, ne, man macht es alleine, das Thema, über das, was man redet, das Thema ist vielleicht interessant, aber wie man darüber redet, ist kacke. Ja, man genau. Hat ein interessantes Thema, aber man redet einfach kacke drüber, zu lange, Videos gehen 2 Minuten, man kommt nicht auf den Punkt, es ist kein Mehrwert da, der Zuschauer weiß gar nicht, über was geht es im Haupt. Kein klares Skript, ne? Ja, kein klares Skript. Ne? Genau. Kein Skript, ne? Man muss auch ja bewusst mal so ein paar Dinge einbauen, ne? Wie, Alter, du sagst 6 Punkte und dann machst du aber nur 5. Genau, ne? Das sind so kleine Tricks, die manchmal für das Engagement da sind. Die Leute denken dann, Gott weiß, wieso kommt denn jetzt hier nicht der 6. Punkt, das ist extra. Ja, genau. Ne? Weil man vergisst ihn nicht, sondern man lässt ihn weg. Und dann kommen ja die Kommentare und das Engagement und das sind so kleine Tricks, nicht so oft machen, sonst denken die Leute, man kann nicht zählen. Genau. So, also das heißt, das Scripten ist sehr, sehr entscheidend. Mhm. Da sind wir wieder bei der Hook. Ja. Ne, also du musst die Person, ne, der einleitende Satz. Ne, das ist eigentlich alles in deinem Video. Also wenn deine Hook nicht stimmt, kann der Mittelteil und das Ende so gut sein. Es sieht keiner. Niemand sieht, was du in der Mitte redest und was dein Call to Action ist oder sonst was, wenn die Hook nicht gut ist. Wenn die Hook nicht nice ist, wenn da keine
geile Visual Hook zum Beispiel im Schnitt ist oder wenn das nicht mega geil direkt rübergebracht ist, wenn das Thema nicht direkt ersichtlich wird, ne? Wenn dem Zuschauer kein Grund gegeben wird, warum er sich das Video jetzt bis zum Ende anschauen soll, ist er weg. Weil, wie nochmal vorhin erwähnt, er schaut sich am Tag hunderte, tausende Videos an und warum soll er bei deinem Video stehen bleiben? Genau. Gibt es noch einen dritten Punkt? Einen dritten Punkt. Schnitt, klar. Schnitt, genau. Schnitt. Ja, also das heißt, dass vielleicht zu langsam, zu wenig Schnitt drin, ja. Da muss ja was passieren, da muss Action sein. Oft hat man ja diese Falle als Selbstständiger oder auch als Makler in dem Fall, man hat die Kamera, man stellt sich vor die Kamera, Thema hat man ungefähr, weil das kostet ja nicht viel Zeit, aber das dann hochzuladen, das dann zu schneiden, ne, das genau. Ist ja auch das Aufwendige und das muss sitzen. Genau. Und der letzte Punkt kommt von mir, holt euch Profis an eure Seite, ihr sollt Immobilien verkaufen und keine Videos schneiden, keine Skripte machen. Profis an der Seite macht auf jeden Fall Sinn, denn ihr wollt ja auch, dass ihr Immobilien verkauft für Privatverkäufer. Die sollen euch ja an die Seite holen. Und deshalb macht es unheimlich viel Sinn, auch fürs eigene Mindset, Profis einzuschalten. Und ich sage dir, alleine dadurch, dass du es tust, wirst du schon mehr Aufträge bekommen, aus dem einfachen Grund, weil du dich auch beraten lässt und es wird dir helfen, deinen Kunden zu erklären, dass sie sich von dir beraten lassen als Makler. Ja, es ist ein guter Mindset-Punkt. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.